starten schon mal die Aufnahme. Und zwar, nachdem ich gestern in diesem Testlauf, der Speedrun beginnt, sobald ich auf Spiel beginnen drücke. Ich habe aber gestern vergessen mal wieder, dass dieses Spiel meint, hey, vorwärts ist R1 und rückwärts ist L1, damit kann ich nicht, ich brauche meine gute alte Rocket League Steuerung. So, ich spiele übrigens mit dem Xbox Elite Series irgendwas, Bull-Dingsbums. Werfe, wählen, Ausrüstung, das haben wir alles eigentlich soweit im Griff. Gestern lief's echt gut, muss man ganz klar sagen. Gestern, ich habe einen Testlauf gemacht, weil ich das Schiff ausprobieren wollte. Und zwar die Nautilus war das, glaube ich, für 3,15 Millionen. Und es hat funktioniert. Ich kam mit 2 Continues, wäre ich in Deep Freeze gewesen. 2 Continues sind aber in meinen Augen fast zu wenig für Deep Freeze. Und von daher bin ich mir immer noch unsicher, wie wir das angehen sollen. Aber wir starten. Let's do this. Wreck of the Conception ist unser erstes Ziel. Da schnappen wir uns nämlich 2 Taucher. Es ist vor allem auch bei Montezuma's Revenge bin ich random einfach durchgegangen. Es hat funktioniert. Gestern war echt ein guter, richtig, richtig guter Lauf. Muss man einfach mal knallhart sagen. Ich habe mir ja den World Record so ein bisschen angeguckt, was da Sachlage ist. Mehr Gold gibt es für das Fangen der grünen Meeresschildkröte. Halt mehr Torpedos mit, als wir eigentlich brauchen. Egal. Schießen Sie auf die gelben Frachtboote. Der Soundtrack von Tommy Tallarico ist halt so geil. Muss man mal ganz klar sagen. Gold gibt es für das Fass der grünen Meeresschildkröte. Versuchen Sie, das U-Boot zu verlassen und auf den Matarohr zu halten. Wichtigsten ist ganz klar hier das One-Up. Da lang müssen. Weichen da möglichst schnell den Sachen aus. Mehr Gold gibt es für das Fangen der Hummer. Jetzt müssen wir nämlich ans Ende von diesem Schiff. Das war hier. Oh. Zum Verlassen des U-Boots drücken Sie alle 4 Tasten auf der Rückseite gleichzeitig. Wie Maxim jetzt sagen würde, schlechtes Game Design. Verschollenes Rubinkreuz des Vatikans entdeckt. Okay.
Wreck of the Conception fertig. Lief jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Das nächste ist Hitler's Lost Gold. Oder Allies Lost Gold. Ich nenn's. Ich weiß nicht, warum ich es Hitler's Lost Gold nenne, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Was mich noch reizen würde, wären Bestzeiten da jeweils aufzustellen für. Sagt's mir. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht zu viel Gewicht dabei, aber es soll eigentlich passen. Und zwar für die einzelnen Level-Bestzeiten. Wäre noch echt interessant. Alle Goldbarren einholen. Hardestan. Nicht auf. Keine Angst, diese Musik übrigens. Werdet ihr noch oft genug hören? Werdet ihr noch oft genug hören heute? Nein, das ist jetzt schlecht. Ich wollte gerade irgendwas sagen. Bad Luck, das lief besser. Deutlich, deutlich besser. Einmal rum, genau. Werfen Sie die Zeitbombe auf den Felsbrocken. Hallo? Hallo! Ich weiß immer noch nicht, was die Frau da jedes Mal sagt, ehrlich gesagt. Weiß ich bis heute nicht. Es sind jetzt überall Haie unterwegs. Oder? Deutsches Luftflugzeug entdeckt. Das war jetzt aber nicht ich. Den Hai habe ich nicht getötet. Definitiv nicht. Holy Grail, come on. Das ist, ich schieße den immer von hinten ab, weil ich dann eh in diese Position komme, wo jetzt eh direkt ein Hai vor mir ist. Das ist so unglaublich. Alter Gral entdeckt. Ich schieße noch auf das Schiff, weil eigentlich genau. Griechische Vase entdeckt. Wäre schon der nächste Hai gewesen. Die Sache ist die, wenn dich dieses Ding praktisch einmal kriegt, zerlegt dich das. Das Ding macht dich mit einem Hit down. Das ist echt übel. Ja, da konnten wir jetzt die Zeit halten. Und ich gebe es zu, jetzt kommt Montezumas Rache, wo ich nicht weiß. Das ist immer, in meinen Augen, es war schon in der Kindheit. Ich meine, ich habe dieses Spiel zum ersten Mal mit 7 oder 8 gespielt. Schon damals war dieses Level verflucht schwer. Vielleicht waren wir aber auch einfach nur als Kinder zu dumm. So. Also, Recover Kobakel-Statue. Wow, starke Leistung, Michi, starke Leistung. Erdbeben, Achtung. Ich weiß gerade nicht, wo ich hingehe. Achtung. Achtung, starke Strömung. Nicht dem Kontaktbeben zu nahe kommen. Jetzt kommt die Strömung. Erdbeben, Achtung.
Jetzt kann es sein, dass wir drauf gehen. Easy. Ich blick nicht mehr durch. Erdbeben. Okay, dann nicht. Dann nicht. Was willst du da tun? Alter? Achtung. So, wir sind da. Kauwattl-Statue entdeckt. Suchen Sie jetzt Montezumas Schädelbank. Weil die Sache ist nämlich die, Ironie des Schicksals, hier wäre nämlich unendlich viel Health gewesen. Achtung, starke Strömung. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Jetzt da lang. Ach, wen interessieren schon die Kontaktminen? Hey, es ist so schlimm. Alter! Okay, da darf ich anscheinend nicht hin. Okay. Ich bin aber auch gerade unfähig. Was das Zeug hält. Das gebe ich gerade echt zu, okay? Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Rein geht's, nice. Ganz kurz. Kalenderstein der Azteken entdeckt. Ist natürlich jetzt doof, dass wir hier ein Zusatzleben benutzen mussten. Aber gut, was will man machen? Kalenderstein der Azteken entdeckt. Ungefähr. Ich habe es jetzt einfach mal abgedrückt. Noch 3 Minuten Nachzugang, okay. Für 100% müssen wir das schon ein bisschen anders spielen, natürlich. Aber among any percent. Diver Straits, da brauchen wir Torpedos, ansonsten brauchen wir nichts. Ja. Auf geht's. Weil dann geht's eh nur noch ums Gold. Die Frage ist, ob wir auf 4 Millionen gehen und Safe Call machen. Oder ob wir echt auf die Nautilus gehen. Alle Minen zerstören. Was heißt gefährdete Arm? Das Ding kam auf mich zu. Da, du dickes Ding. Jo, was geht ab, Mutti? Alles klar? Servus, Mutti, alles klar? Ja, alles easy. Bist du gerade beschäftigt? Ich bin gerade mitten in meinem ersten World Record Attempt. Was geht bei dir? World Record, das schiebst du gerade, oder? Ja. Sorry. Alles gut. Ansonsten, du, ansonsten wäre ich nicht im Discord, oder? Alles gut. Ich lebe nun mal nicht auf Twitch. Was? Nicht? Nee, ich habe nämlich gestern Abend, weil Kiki hat sich ja mal wieder nicht gemeldet, obwohl er gesagt hat, er meldet sich. Habe ich einfach spontan einfach mal so ein Attempt gestartet und ich war dann halt eine Stunde vor der Zeit und dann dachte ich mir, oh mein Gott, das läuft zu gut, ich gehe mal lieber ins Bett. Weil ich habe dann eine andere Strat ausprobiert, wäre aber im letzten Level, du warst ja auch dabei beim letzten Mal, wäre es halt ein bisschen kritisch geworden mit dem Continues dann. Ja. Aber lief echt gut, also ich war...
So knapp eine Stunde war ich vor der Rekordzeit. Stunde davor? Ja. Also ich bin da schon, weil... Also sozusagen nicht bei 2.12, sondern bei 1.12, oder? Ja, also so bei 1.12 war ich mit dem vorletzten Level fertig. Mhm. Also so eine Dreiviertelstunde hätte ich machen können. Voraus. Ja, das ist doch schon mal eine gute Basis, ne? Aber wäre halt, ich glaube im letzten Level hätte es durchaus ein Game Over geben können, ne? Weil mir die Continues vielleicht gefehlt hätten. Muss ich zugeben. Aber an sich lief es echt überraschend. Also, ich war auch gestern natürlich schon in einem Zustand. War leicht betrunken und sizilianische Mandarine kennt schon. Aber dafür lief es halt echt unglaublich. Und jetzt bin ich. Problem ist, dass ich jetzt gerade so ein bisschen gespielt habe. Ich bin natürlich bei einem unnötigen Level gleich mal am Anfang gestorben. Das war ein bisschen blöd jetzt. Was will man machen? Halten Sie den verminten Delfin, bevor ihr mit ihnen zusammenstößt. So, aber... Oh, geil, unendlich health. Nice. Awesome. Das hätte ich mal vorher gebraucht. Vor allem, dichten Sie die Lecks ab, indem man da drauf mit Torpedo schießt. Das muss man mal machen, wie das geht. Ja, gerade dein Stream angemacht, ja. Easy. Dichten Sie die Lecks ab mit dem Torpedo. Ja, so mache ich das auch in meinem Geschäft. Nach dem Motto, ja, Schweißen. Denn? Schweißen ist für Anfänger, ich schieße mit dem Raketenwerfer drauf. Ja, Mann. Das einzige Problem ist bei den Torpedos, ist, dass jedes Mal, sobald du irgendwas im Visier hast, wird es halt automatisch das auch anschießen. Das ist halt ein bisschen doof. Ja. Oh, echt jetzt? Ist doch... Nein! Hallo? Jetzt, meine Güte! Also gestern lief es echt besser. Wird Zeit, mit Alkohol zu trinken. Wenn man alt wird. Jetzt komm, ja. Was? Mit diesen kleinen Mini-Raketen, da kannst du nichts machen, ne? Ja, das ist es gerade. Das ist halt... Also das ist halt, sobald es halt automatisch irgendwas anvisiert hat, ist es halt echt bitter. Aber zweitbeste Zeit, wow, ich bin echt beeindruckt. Ich glaube, gestern habe ich es nicht schneller hingekriegt. Wo ich halt ordentlich Zeit spare, jetzt... wird abgerechnet. Eben. Wo ich halt ordentlich Zeit spare, wenn ich es jetzt vernünftig spiele, wäre jetzt halt bei, wäre jetzt halt hier, dass ich nicht auf die 4 Millionen Gold gehe, sondern nur auf die 3,15 Millionen. Brauchst aber Geld. Ja, aber... die 4 Millionen, er hat, also der den World Record gesetzt hat, der ist halt auf die 4 Millionen gegangen, weil es halt das Schiff ist mit den meisten Trefferpunkten. Aber in der Geschwindigkeit her ist es halt scheiße. Und es kostet halt 4 Millionen. Du brauchst halt einen Schiffstyp für alle Gewässer dann am Ende. Und das billigste kostet halt 3,15, hat weniger Trefferpunkte, aber dafür kannst du halt mit dem in diesem einen Level, diesen Safe Passage, mit dem Ding kannst du dann halt wirklich direkt durch. Also mit dem wird's reichen, dass du praktisch den Endboss dass du den Endboss triggerst bei Safe Passage. Also bräuchte ich da dann nicht mal noch extra noch ein Schiff kaufen, was mich ja auch Zeit kosten würde. Speedrun dann im Long Game. Also ich habe mich jetzt schon ein bisschen damit beschäftigt. Sehr gut. Hast du gesagt, du wolltest noch die Karten auswendig lernen. Ja, ich habe noch ein bisschen Vorbereitung gemacht. Das Schöne ist, ich habe es jetzt gestern nicht groß beherzigt und habe gemerkt, ey, das ist eigentlich, ich muss auch nicht so viel achten, weil der Vorteil ist, das Spiel versteckt die meisten Sachen, zum Beispiel bei Subtrafficante bei der Mission, versteckt das Spiel die meisten Sachen einfach im Eck meistens. Brauchst du Health, geh ins Eck. Weißt du? Ja. Also, ich weiß nicht, von wann ist das Game insgesamt? Boah, ich glaube 97. So Tomb Raider 2 Grafik ist das. Ja, aber. Sowas. Also 97, ja. Das ist glaube ich erschienen. Wenn ich es richtig weiß. Aber bin mir jetzt auch nicht sicher, weil ich habe es damals halt
Grundschule bei einem Klassenkameraden natürlich gespielt. Welche Überraschung. Deutsches Frachtflugzeug entdeckt. Aber ich habe es ja versucht, auf der PlayStation 1 zu spielen, weil ich habe es ja original. Aber sobald, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber sobald ich halt mein, praktisch diese, oh, sag's mir, das Ding zwischenschalte, mein VGA zu HDMI-Splitter, und dann noch über die Capture-Card, das Spiel ist dann nicht mehr spielbar für mich. Es ist dann wirklich schwammig und der World Record-Typ hat's auch auf dem, hat's auch über den Emulator gespielt, weil hier, also es ist zwar immer noch nicht ganz flüssig, aber es ist schon ein Heidenunterschied, als wenn du das Original jetzt über die Capture Card machen würdest. Warum bei dir? Ich hab gerade überlegt, was ich Fuck! So mache. Was mach ich? Das Problem ist, dieser blöde Tintenfisch, der macht One-Hit-Death. Das weiß ich schon. Oh. Natürlich sehr ungünstig. Ich bin voll an diesen dummen Bilderrahmen vorbei. Unglaublich, ey. Gestern lief's besser. Heul nie rum. Ja, aber alles noch in der Zeit. Alles noch in der Zeit. 4 Millionen Gold. Go, go, go. Nee, ich mach nur 3,15. Ich probier's wirklich. Geizig. Obwohl 4 Millionen. Also ich würde die Zeit. Das ist so ganz untypisch für dich, wenn ich dich in deinen Freelancer-Runs immer sehe, so nach dem Motto, oh, ich hab Wasser. Mm, und das ist ein Kredit mehr wert. Warte, das kann ich nochmal ganz kurz maximieren. Ja, das sage. Ja, und dann hier. Ja, nee, 4 Millionen, nee, das brauche ich nicht. Da bin ich kein Schwabe. Da bin ich nicht Schwabe genug. Ich bin halt am Überlegen, ich muss halt mit der Zeit abschätzen, weil wenn ich jetzt wirklich. Da war ich zu schnell. Ich muss halt wirklich abschätzen, wenn ich sehe, dass die Zeit das wirklich hergibt, weil er hat halt in seinem World Record Attempt ist er halt er hat halt die Level schon gut abgegrast in Sachen Items am Anfang. Ja. Also, oder was heißt Items halt in Sachen Geld? Hat er echt gut abgegrast. Aber das ist, ich finde, es ist es halt gar nicht wert. Vor allem, ich spare mir ja gleich auch am Anfang die 6 Minuten, ne? Wie man sieht, weil ich einfach das Übungstauchen schon gleich mal weglasse. Weil ich das komplett unnötig finde. Weil, wie gesagt, Henny Percent heißt für mich, ich spiele dieses Spiel durch und fertig. Auch kein Tutorial-Level, weil das brauchst du nicht zum Durchspielen, soweit ich es weiß. Und falls doch, dann mach ich das halt am Ende. Ah nee, stimmt, wir haben es ja ausprobiert. Wir haben ja den Ending-Screen haben wir ja gekriegt. Stimmt. Genau, bei den Test-Run. Ja, stimmt. Von daher. Ja, ich habe überlegt, ob ich eine Runde für den AD-Stream war, aber jetzt, wo ich das hier sehe. Naja, ich habe nämlich geschaut, so, Multi gar nicht online, es ist Samstagmittag, was ist los? Der Mann wird doch kein Privatleben. Nö, aber ein bisschen auskurieren, deswegen. Ich bin jetzt zumindest wieder so fit, dass ich abends YouTube-Videos schauen kann und die gehen dann halt bis um 2, um 3 oder so, dann bis die Augen dann doch mal zufallen. Aber hat sich mittlerweile das Nasenbluten ein bisschen gelegt? Komplett, also die Woche gar kein Nasenbluten mehr gehabt, tatsächlich. Okay. Nur am Wochenende. Sonntag nice. War das letzte und das. Ja, ich könnte mich rein theoretisch heute freitesten lassen. Rein theoretisch. Aber? Ich bin aber gesagt. Was bringt mir das die 3 Tage? Ich gehe sowieso nicht feiern. Also heute nicht, morgen nicht. Ja. Und was bringt mir das jetzt, mich frei zu testen? Nicht wirklich viel. Daher. Ja, dann warte ich halt die 3 Tage noch, wenn gut ist. Ja. Ein bisschen merke ich es noch in der Nase, aber es ist jetzt nicht sonderlich schlimm. Ja, ein bisschen weniger Kokain. Halt dein Maul. Niemals. Nee, ich musste auch noch ein bisschen was mit den Aufnahmen ausprobieren, um zu gucken, weil ich gemerkt habe, bei den ganzen Sachen, die ich aufgenommen habe, hatte ich nicht einmal den Sound vom Spiel dabei. Dann musste ich rumprobieren
Und dieses dumme Twitch-VOD oder was weiß ich, hat mir das alles überschrieben vom Desktop-Audio, das ist halt so kacke. Aber jetzt heißt es. Ich finde, dass viele geben diese VODs nur für Abonnenten frei, wo ich mir denke, boah, wenn du so verzweifelt wirst, dann tut's mir echt leid, aber hey. Ne, ganz ehrlich, also ich würde, wenn ich solche VODs machen würde, ich gebe selber zu, ich würde die dann gar nicht bei Twitch reinstellen, sondern würde sie bei YouTube hochladen, fertig. Zum Beispiel. Gebe ich echt zu, weil ich finde bei Twitch ist für mich weiterhin eine Live-Plattform. Was interessiert, klar, die Clips sind manchmal witzig, aber soll ich echt sagen, die Clips zum Beispiel auch bei Pizmeet oder so, die sind ja eigentlich auch nur dafür da, dass man die schön zusammenschneiden kann für irgendein Best-of. Genau. Weil so insgesamt ist für mich Twitch, ich will was live sehen. Fertig. So ist es. Ich will den Typen jetzt live zugucken, wie er zum Beispiel bei San Andreas oder so einen World Record macht, weißt du, oder sonst was. Genau. Das sehe ich genauso. Twitch ist live, alles andere ganz auf YouTube. Ja, genau, weil ich brauche jetzt kein VOD, wie er vor 5 Jahren mal irgendwie einen Mod ausprobiert hat. Keine Ahnung. Aber gell, ich erwarte dich beim Klippen, wenn ich es geschafft habe, gell. Sollen wir doch? Ich? Warum ich? Ich habe ja sonst keine Zuschauer, weißt du? Was, du hast 3 Zuschauer oder bist ja, du die ja, anderen darüber, zwei? Ja, darüber müssen wir nicht reden. Das weißt du doch. Bist du die anderen zwei, ja? Nein, Gerüchte. Aber ich finde es immer witzig, wie panisch diese U-Boote einfach Torpedos dann irgendwo hinschießen, weil die nicht damit rechnen, dass du so schnell durchfährst. Die schießen dann irgendwo hin, nur nicht auf dich. Ist doch gut. Aber ich finde es witzig, er hat, der Typ, der den World Record als einziger bis jetzt gesetzt hat bei diesem Spiel, der ist dann auch zuständig für dieses Spiel, hat mehr oder weniger die Regeln erstellt, hat dann gemeint, ja, Glitch-Using ist erlaubt, aber es gibt halt so gut wie keine Glitches. Aber jetzt diese Situation hier, wo ich an dem Felsen stehe und die Bombe abschmeiße, ich habe das oft genug probiert, da kriegst du halt keinen Schaden. Und dann kriegst du halt auch noch die 4 bis 8 Torpedos von den U-Booten, die da stehen, weißt du, die dann direkt draufgehen. Ja. Oder auch das mit diesem, wo du zwar die Flotte beschützen musst, aber direkt zum Endboss durch kannst. Das habe ich ja auch nur, ehrlich gesagt, random ein bisschen rausgefunden, weil ich es halt ausprobiert habe. Ja. Ja, was halt das, wenn du der Erste bist, kannst du natürlich die Regeln festsetzen für deinen Weltrekord, na klar. Ja, ich hab dir mal auch mal sein Profil angeschaut. Ja, jetzt gib mir den Holy Grail, Mann. Monty Python, aber. Muss ich mal wieder angucken, den Film. Monty Python, der Holy Grail. Bis heute verstehe ich das Ende nicht so richtig, aber ich glaube, das Ende hatte was damit zu tun, dass ich, glaube ich, kein Geld mehr hatte für die letzte Kampfszene irgendwie, habe ich mal gelesen. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob das wirklich so ist. Aber, wo waren wir gerade? Achso, ja genau, und dann habe ich dir mal sein Profil angeschaut und ich habe halt gesehen, der hat halt hauptsächlich, der hat so viele World Records gesetzt, aber in Spielen, wo er halt alleine ist. Ja. So nach dem Motto, wer kommt schon auf die Idee, bei diesem Spiel World Records zu machen? Ja genau. Oh, spielt doch sowieso keiner, genau, richtig. Und vor allem, das Witzige wird ja sein, wenn ich diesen, ich nehme das ja auch gerade auf, wenn der diesen World Record kriegt, der muss den ja auch absägen. Weil er ja der Mod ist. Wobei, der ist Italiener, ich hoffe, dass er... Handelst jeden Weltrekord von dem. Nee, das mache ich nicht. Das gebe ich selber zu. Ich habe mir halt echt das Spiel ausgesucht, weil es mich reizt und weil ich sag, so knapp unter 2 Stunden, das ist für mich noch legitim. Ich kann Subnautica, da musst du halt echt viel üben, finde ich. Dadurch, dass du halt, wie wir schon mal drüber hatten, echt eine riesen Welt hast, wo du dich halt auch orientieren musst. Ja. Und ich glaube, da war mein schnellstes, ich glaube, knappe 4 Stunden bei Subnautica, aber auch kein offizieller Attempt, sage ich mal. Hm. Aber 4 Stunden habe ich gebraucht, aber... Das war halt schon echt übel. Wenn du halt echt 4 Stunden deine Konzentration halt auch hochhalten musst. Ja. Also ich habe da einen heiden Respekt vor den Leuten, die da
teilweise ja noch glitchless Speedruns machen oder sowas. Wobei am geilsten finde ich ja immer noch Super Mario 64 Blindfolded. Ah, oh, nee, sowas brauche ich nicht, ey. Und das Problem ist, ich sag ja selber, okay, klingt jetzt nach nicht viel, aber ich bin davon echt, echt beeindruckt, weil ich sagen muss, ey, das ist eine 3D-Umgebung. Und die machen das ganze Spiel blind. Also muss ich schon sagen, Heiden habe ich echt einen riesen Respekt davor. Ich find's unsinnig. Ja gut, aber genauso unsinnig ist es, World Record bei Treasures of the Deep setzen zu wollen. So ehrlich bin ich. So, und jetzt gehen wir ein bisschen zurück, weil man kann sogar vielleicht ein bisschen ganz kurz die Turbine von... Ah ja, genau, da sieht man so leicht die Turbine noch von... Zack. Und 8 Torpedos, perfekt. Jetzt hab ich was gepennt. Vor allem gestern bin ich halt direkt in dieses Spiel reingegangen und hab natürlich vergessen, die Steuerung umzuändern. Und dann war R1 nach vorne fahren und nicht R2. Das hat mich voll geschickt und mit am meisten habe ich mich gewundert und aufgeregt, warum mein U-Boot nicht fährt. Ich war halt schon in einem Zustand, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Wo ist denn jetzt Achso? Nennt man so bei anderen immer das bestimmt Delirium oder so, oder? So in der Art. Also ich muss zugeben, ich vertrage zurzeit kein Alkohol mehr. Ich war gestern mit Kollegen, waren noch in der Kneipe, haben noch Wizard gespielt, falls es dir was sagt. Ne. So ein Kartenspiel, so Skat-mäßig, und du musst halt deine Stiche vorhersagen und das über 20 Runden. Oh Gott. Und kriegst dann Punkte und so. Und, ich habe 4 Radler getrunken und ein Jackie Cola. Ich kam nach Hause und ich hatte Kopfschmerzen. Es war nicht mal 19 Uhr. Ich werde alt. Bist alt. Ja, hat auch nichts mit Alter zu tun. Gibt halt auch immer solche Tage. Ja, ich kenne auch so eine Tage von mir, wenn ich ja mal. Manchmal merke ich das zweite Bier schon, wo ich mir denke, hä? What? Aber da gibt es Tage, da trinke ich 10 und merke überhaupt nichts. Ja. Und am nächsten Tag merke ich aber auch nichts. Das ist halt. Ja. Mal so, mal so. Ja, das hängt halt auch von der Tagesform her, sag ich mal. Ja. Ich finde es so dumm, dass man den Bilderrahmen einsammeln muss. Der kostet einen so viel Zeit jedes Mal. Weil das ist ja dann fürs 100%, wenn du halt alle Table Pieces findest, dann kriegst du halt dieses Bonus-Level Atlantis und wow, da findet man Gold und so, wow. Und siehst, glaube ich, auch Poseidon oder so. Ja, crazy. Ja, Wahnsinn. Hä? Wäre doch geil, wenn du das im Weltrekord noch mit drin hast. Hä? Da kannst du bragen. Nee, dafür gibt es 100%. Achso. Den hat er aufgemacht. Ah ja, okay. Wo ich mir aber mittlerweile auch sicher bin, den könnte ich auch schaffen. Weil dem für 100%... Boah, jetzt bin ich schon wieder viel zu schnell. Dem seine 100% sein, muss ich aber sagen, bin ich positiv überrascht. Ist, glaube ich, gerade mal 2 Minuten länger als die Any%-Zeit. Also, wow. Also, das heißt für mich, er hat zu viel Zeit bei seinem Any%-Plan irgendwie verschwendet. Wow. Weil, ja gut, ich kann halt bei Safe Passage, bei diesem Dranbleiben von diesem Transporter und dem Durchbringen des Level, da schaffe ich halt das Table Piece nicht. Muss ich zugeben. Da schaffe ich das Table Piece, glaube ich, nicht. Keine Ahnung, was mit Table Piece meinst. Das sind diese Stücke, die dann eingesetzt werden in diesen Rahmen. Und wenn dieser Rahmen vollständig ist, dann kommst du nach Atlantis. Ah, okay. Aber dieses Table Piece kriege ich halt bei Safe Passage. Schaffe ich das nur mit dem schnellsten Schiff im Spiel. Mit dem reicht's, weil damit habe ich es mal ausprobiert. Damit geht es. Mit den anderen reicht's von der Geschwindigkeit her nicht. Weil bevor du dann den Endboss down hast, ist dann, sag's mir, geht der Transporter down. Ja. Jetzt werden erstmal hier Torpedos eingesammelt. Weil, kein Scherz, später sind halt Torpedos so entscheidend. Weil ich schieße ja so gut wie gar nicht in diesem Spiel, also ich halte mich ja echt sehr, sehr zurück, weil ich selber sage, durchheizen, danach können wir immer noch darüber überlegen, was wir dann machen.
Und daher sammle ich auch die ganzen Continues ein. Das nee, ist Gott, ich brauche sofort, dass du immer dasselbe Level spielst. Ja, das... warum ich immer dasselbe Level spiele... Ist tatsächlich immer dasselbe, wegen dem Level-Up. Du findest es halt schnell, es ist halt gleich am Eingang und dieses Level gibt dir ungefähr eine Viertelmillion circa pro Durchlauf. Und das lohnt sich dann halt schon echt enorm, vor allem du bist halt auch echt schnell durch mit diesem Level. Also 3 Minuten pro Level, dann nimmst du jetzt mal nicht die Ingame-Zeit, sondern auch noch die Zeit außerhalb, sagen wir mal 4 Minuten pro Durchlauf, schätze ich mal. Tippe ich jetzt mal. So grob hätte ich jetzt mal gesagt. Mit 3,15 muss ich halt mal gucken, also... Ich bin jetzt am überlegen, wie ich es machen soll. Ich bin mir echt unsicher. Soll ich auf die Nautilus gehen, also das Schiff für 3,15, oder soll ich auf die 4 Millionen gehen? Das ist halt dein Ding, ne? Dein Speedrun. Yes. Ich bin so hart am Überlegen. Und welchen Vorteil du auch hast bei dem Level, ist, dass ich halt gleich am Anfang, da gibt's ja diese Moränen. Und eins davon, da hast du ja immer diese komische Tafel mit diesen Symbolen drauf. Ja. Und das sind halt 4 Torpedos, 4 Minen, 2 Raketen, 2 Sucher. Sucher sind so Suchminen. Und das ist dann halt auch, dann bist du halt auch für später im Notfall halt so ausgerüstet für den Bosskampf. Wobei eigentlich gibt es nicht viele Entscheidende. Treffe ich jetzt immer das hier, genau, dieses Symbol hier. Und damit kriegst du das halt echt, kriegst halt echt schnell ein Waffenarsenal zusammen. Ohne dass du groß kaufen musst oder so. Weil eigentlich ist das Spiel, ist von dem Spiel gedacht, dass du jedes Mal vorm Aufstocken noch deine Waffen irgendwie geschwind auffüllst oder so. So, aber läuft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich zeitlich stehe. Ja, wirst du sehen. Die Sache ist, die will ich... 4 Millionen, aber 1:02, du bist bei 36. Will ich auf Nummer sicher gehen. Also ich bin mir sicher, mit dem 4 Millionen Run, also mit dem Test Run, muss ich schon echt zugeben, dadurch, dass ich ja viel ausprobiert habe, hast du ja selber gesehen, kann ich aber selber am Ende sagen, ich lag gar nicht schlecht in der Zeit. Ich glaube, wenn ich es ernst gespielt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch da schon gepackt. Und ich bin jetzt am Überlegen, ob ich auf Nummer sicher gehe. So nach dem Motto, ich setze jetzt erstmal die World Record Zeit, damit er denkt, das geht gar nicht besser. Und dann komme ich zurück mit meinem Nautilus Run. Wäre natürlich auch eine Überlegung. Was denn? Was für Sorgen von dritte Weltländern, ey. First World Problems. Ja, so in etwa. Deutsches Frachtflugzeug entdeckt. So. Nee. Ich will halt mal schauen, wie die Zeit ist, wenn wir auf die 4 Millionen gehen. Und kein Scherz, jeder sagt mir, Haie seien vom Aussterben bedroht. Und hier schwimmen nonstop Haie rum. Alter Kral. Aber ich glaube, es ist so knapp eine Viertelmillion aus dem Weg halten. Vor allem in diesem Spiel, es ist ja grausam, wenn du Delfine fängst mit dem Netz, kriegst du Geld. Ja, Walfangsimulator fehlt nur noch, ne? Ja, aber wenn du so einen riesigen Blauwal oder so umbringst, dann musst du dafür Strafe zahlen. Ja, macht Sinn. Was ist denn los mit dieser Welt? So, jetzt will ich mal aber mal achten, wie schnell ich bin. Also jetzt haben wir 38,16. Das Level ist zu Ende. Okay, schnell durch. 38,16. Kannst du dir das kurz merken? 38,16? Ja, schon. Ja, nice. Kannst du auch im Notfall in den Chat schreiben? Dann sehe ich es auch gleich. Ah, nein. Oh. Jetzt bin ich einmal hin und her. Das war schlecht. Nice, danke.
Aufstocken. Schick die Rechnung per Post dann. Oh, okay. Und ich dachte, neulich hatte ich als Streamtitel Kursstreamer auf 450 Euro Basis. Wie sieht's aus, Özil? Weil Özil wurde ja suspendiert bei Fenerbahce. Ach so? Ja, ja. Weil? er wurde suspendiert. Oh, ja. Ich krieg grad Anruf. Moment. Ja, jo, alles klar. Ah, es gibt sogar 5 Minuten 4 Raketen. Hallo? Deutsches Frachtflugzeug entdeckt. So, da ist mal wieder der Holy Grail. Alter Gral entdeckt. Ich wollte noch Gral zu dem Heil aus. Vase entdeckt. Griechische Vase entdeckt. Okay. 38,16, also 4 Minuten pro Umlauf. Das geht eigentlich. Dann sollten wir genug Geld haben, dass wir dann auf den Marlin gehen können für Safe Passage und dann Deep Freeze. Sollte eigentlich passen. Ich sehe mich optimistisch, Leute. Ich sehe den World Record. Ich sehe ihn. Mutti gerade am Telefonieren. Mutti ist keine Liebling, alias Mbu. Vier Millionen brauchen wir. Ja. Wollen wir uns das mal? Alle Goldbarren einholen. Ich sehe halt die anderen Muränen nicht mehr, aber egal. Griechische Vase entdeckt. Achtung, starke Strömung. Ah, da hätte ich jetzt noch die Goldbahn mitnehmen können. Shit! Jedes Geld ist gutes Geld. Nehmen wir das Geld. Können wir zumindest. Oh, okay. Dafür haben wir die, glaube ich, immer so viel. Sterben Sachen und ich bin nicht dafür verantwortlich. Schön zu wissen.
Solange man nämlich die nicht attackiert, werden sie sich auch nicht bewegen. Das ist das Schöne daran. Hallo! Hallo? Bis heute weiß ich nicht, was das Spiel damit sagen will. Ausnahmsweise ist hier kein. Griechische Vase entdeckt. Griechische Vase entdeckt. Perfekt. Ja, doch. 3,5 Minuten pro Umlauf. Schon eine gute Zeit. Das war jetzt aber auch das war jetzt gerade ein richtig guter Durchlauf, muss man auch mal sagen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Geld ich bin, ehrlich gesagt. So. Allies Lost Gold, nicht Hitlers Lost Gold. Alle Goldbarren ein. Ich nenne es trotzdem immer Hitlers Lost Gold, ich weiß nicht warum. Gold, 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 Gold. Achtung, starke Ströme. Fristverlängerung durch Bergen der Mist. Die Barren bringen jeweils 500 Gold. Das ist auch nicht schlecht auf die Masse gesehen. Werfen Sie die Zeitbombe auf den Felsbrocken. Okay. Hallo? Echt jetzt? Konnte ich jetzt an dem vorbei, aber egal. Deutsches Frachtflugzeug. Im nächsten Durchlauf könnten wir vielleicht dann auf die 4 Millionen kommen. Das sollte sogar echt reichen. Ja, mit dem nächsten Durchlauf soll es reichen. Entschuldigung. Könnte reichen. So, das sollte reichen. Geiler Shit, ey.
Nicht ganz so gut wie vorher, aber gut. Jetzt schauen wir mal. Alle Goldbarren einholen. Aber eigentlich soll das jetzt zeitmäßig reichen. Nur die telefonieren nicht zu. Nicht, dass ich keinen zum Klippen habe für den World Record. So, da ist er verdammt. Ah, Alter, wenn man vom Teufel spricht. Ich hatte schon Angst. Du telefonierst noch länger und dann habe ich keinen, der meinen World Record dann klippt. Naja, in aller Ruhe. Aber bis jetzt liege ich zeitlich gut. Ich habe jetzt 3,75 Millionen. Ja, ich seh's. Bin mir aber nicht sicher, ob es zum Abschluss, ob es jetzt nach dem Umlauf schon reicht für die 4 Millionen. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, mal sehen. Oh, was ist denn los? Mensch. Nimm mal Vic Medi Night oder so. Entschuldigung, dass ich Corona habe. Tut mir ja leid. Was? Wie sieht es jetzt eigentlich aus? In welchem Bundesland bist du unterwegs? Pfalz? Rheinland-Pfalz, ja. Wie sieht es denn aus mit der Maskenregelung? Die ist jetzt ja in den meisten Sachen ja gefallen. Ja. So habe ich es auch nachgelesen. Aber außer im öffentlichen Nahverkehr, gell? Ja, na klar. Aber Zug und so musst du noch tragen. Aber finde ich voll lächerlich. Im Einzelhandel nicht, aber im öffentlichen Nahverkehr. Ja, das ist einfach. Wenn ich keine Ahnung habe, ein Minister wäre, dann mache ich einfach irgendwas, damit es nicht so aussieht, als ob ich die ganze Zeit nur Taschenbillard spiele. Das ist. Nee, ich finde so ein Quatsch. Ja, ich hätte auch gesagt, im öffentlichen Raum bleibt es bestehen und fertig und gut ist, dass es eine einheitliche Regelung gibt, aber da müsste man sich ja mal hinsetzen. Das wäre ja Quatsch, da müsste man ja arbeiten. Soll ich ehrlich sein, mein nächster Traumjob, FIFA-Präsident. Also kein Scherz, korrupt sein und vor allem so offensichtlich korrupt sein. Als Gomez-Sympathisant wirst du da keine Chance haben. der Gomez? Jetzt fange ich schon wieder damit an. Das ist, fang jetzt nicht schon wieder mit dem Gomez an. Das Hopper-Pferdchen des deutschen Fußballs, komm. Gomez, Legende. Legende. Okay, 4 Millionen sollten reichen. 4 Millionen sollten reichen. Bist du jetzt bei 4 Millionen knapp, ja. Mich interessiert es halt, wie man das irgendwie in das Live-Split einpflegen kann, dass das automatisch praktisch splittet, weißt du, wenn ich eine Mission beendet habe oder so. Keine Ahnung. 4 Millionen Gold sind erreicht. Wir haben ein bisschen Zeit verloren. 28 Sekunden. Du Lahmarsch. Ja, aber ist ganz schön Lahmarsch, wie es ist. Ja. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Hype. So. 52 Sekunden. Okay. Aber wir gehen jetzt halt auf dieses andere Gefährt. Und dazu ist es Schmuggelboote. Ich bin hyped. U-Boote. Weil die Alternative wäre halt zum Deep Rover, den ich ja beim letzten Mal genommen habe, wäre halt, komm schon. Hier die Nautilus. Jetzt lass mal 10 Minuten warten. Was ist das? So? So eine große Latenz, oder wie? 6 Sekunden oder so. Okay. So, mit dem Deep Rover kann ich aber einfach alles mitnehmen, was ich bis jetzt eingesammelt habe. Können wir jetzt einfach losziehen? Einfach waffenmäßig fast geil, fast komplett geil ausgestattet, einfach mal los, fertig. Was soll's? Wenn du den Wal abschießt, gibt's übrigens echt, da gibt's gleich 100.000 Strafe oder so. So, Zappenduschte hier. Also auf geht's. Den Wal. Oh, hab gleich random das richtige Boot erwischt. Ich bin schon stolz auf mich. Ich werde von irgendwoher beschossen, spiele aber jetzt erstmal keine Rolle. Oh,
Aber das Boot ist halt schon echt langsam. Aber die Nautilus schon ein bisschen schneller, gebe ich zu. So, müssen wir mal gucken, da unten sitzt. Mehr Gold gibt es für die Zerstörung der Raumwaffenkiste. Hä, wie viel stehen denn hier rum? So. Torpedo-Nachschub. So. Oh, das ist ein Schiff. Falsches Schiff. Was ist das andere? Man merkt halt bei dem Ding die Trefferpunkte. Die sind halt schon echt enorm. Kann ich gleich noch drauf haffen? Yes. Nehmen wir gleich mit. Oh, geil. Nehmen wir auch mit. Hey, es läuft, es läuft. So, wo bist du? Da. Cool, wie machen wir alles explodiert. Jetzt gehen wir mal geschwind darüber. Haben wir mal. So. Durch den Mond. Oha. Jetzt hat er mich voll erschrocken. Das will ich jetzt sehen. Ja, wie du dich wieder drüber freust, hey. Ja. Schwur. Alter, jetzt hätte ich mir das Schiff erwischt, ey. Are you kidding me? Na gut, dafür gibt's ja gleich halt einen Schuss. Den Frachter hebe ich mir bis zum Schluss aus, da weiß ich nämlich nie, was am Ende fehlt, und sonst muss ich auch so weit fahren. Von daher hebe ich mir mal die anderen Punkte so auf. Warte mal. Wo steht ihr? Nein, du bist es nicht. Da steht ihr. Ah! Das Ding ist ja schon in Bewegung. Jetzt kommen noch Haie dazu. Ah, guck mal hier, 8 Torpedos. Okay, nice. Ah, jetzt habe ich halt nur noch 44 Torpedos. Aber im Notfall kaufe ich mich. Da alles abschießt, ey. Ja gut, wenn ich alles abschief, dann abschief. Wenn ich alles abschieße, dann habe ich eh genug Torpedos am Ende. Und die meisten Sachen zerstöre ich am Ende dann eh mit der Mine. Falsches Schiff natürlich mal dann bestimmt. Sehen aber auch alle gleich aus. Aber hier merke ich jetzt halt schon diesen Trefferpunkteunterschied zur Nautilus. Also mit der Nautilus war es hier schon teilweise kritisch, dass ich wirklich in die Ecken gehen musste, um wirklich Health zu holen, weißt du? Aber mit dem Ding hier habe ich ja gar keinen. Lass mal ein paar Sachen explodieren. Für die Fans. Wie ich immer so schön sage. Die ganzen drei Zuschauer. Yeah, und ich kenne alle davon. Ist das jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen? Ey, ich schieße jetzt einfach auf alles und nie ist es das richtige Schiff. Ah, guck mal, wie hier wieder Torpedos. Ah, das ist bestimmt wieder oben, oder? Da ist es. Das vergesse ich jedes Mal. So, und du bist irgendwo da. Jetzt muss ich nämlich das Schiff hier zerstören, aber komm, wir gönnen uns noch kurz ein bisschen her. Und wir ziehen mit der Mine los. Nicht abschießen jetzt. Ich finde es voll geil, wie die Minen da einfach so weggeschleudert werden. Oh, das ist ja schon fertig. Okay. Oh, cool. Raketen. Sauerstoff brauche ich nicht. Aber, was soll der ganze? Torpedos. Guck, und schon kommt wieder dieser Freelancer-Wahn bei mir raus. Übrigens, hier ist die andere Tafel. Wirst du gleich sehen im Stream. Ah, die hole ich nicht. Ja, ist ja letztens doch gut. Das Health. Jetzt nicht zu nah dran, dass man wieder selber sich Schaden zufügt. Nein, runter. Health mit. Genau. So, vorsichtshalber, falls man sich doch Schaden zufügen sollte. Yes. Easy Game! So, wie schnell war man? Zack, und Level fertig. Ja gut, wir haben ein bisschen Zeit gut gemacht. Beim Bermuda-Dreieck sehe ich mich echt optimistisch eigentlich. Na dann. Also da kann ich Zeit, da kann ich glaube ich echt gut Zeit machen. Warte kurz, weiß ich zufällig, Bottom...
Ah, shit, ich hab... Great Barrier habe ich noch. Bermuda Triangle habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ob's da, wo da die Sachen sind. Muss ich zugeben. Aber da ist halt beim Bermuda-Dreieck. Oh fuck, Netze brauche ich. Was mache ich eigentlich? Ich hätte alles mitnehmen können. Shit. Ich nehme wieder alles mit, fertig. Weil Netze brauche ich, um die Leichen halt aufzusammeln. Und. Ah, top. Ich muss eigentlich mit Raketen auf diesen Simon Black oder. Simon Black heißt er, genau. Gehen. Zu Simon Black habe ich eine witzige Geschichte. Und zwar, ich habe mal so ein kleines Drehbuch geschrieben, so als Idee für einen Brickfilm. Vor allem, ich finde es geil, du kommst in das Level rein und kriegst erstmal Schaden. So ein Bullshit, ey. Da habe ich so ein kleines Drehbuch geschrieben und so, ja gut, komm, der Protagonist, den nenne ich mal Simon Black. Und dann habe ich irgendwann mal 2 Jahre später dieses Spiel gespielt und dann höre ich so, ja, Simon Black, ich so, holy shit, Alter, habe ich eiskalt von dem Spiel den Namen geklaut. Weißt du, total unterbewusst. Weil ich hatte schon Angst, dass es zu viel Ähnlichkeit zu Sirius Black hat, von Dinger hier, Harry Potter. So, das läuft doch schon. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Die lassen wir in Ruhe. Die stehen da lieber. Solange sie mich auch nicht treffen. Oh. Ach, hier einfach Netze. Ja, perfekt. Wo sind die Leichen? Ah, da gibt es auch manchmal so einen Spielbug. Da kommt dann Netze nachladen. Ach, der mit falschen Taucher. Jetzt habe ich einen Taucher mitgenommen. Ja, bringt doch auch Geld. Passt doch. Ja, aber... Na gut, so viele Netze brauchst du in diesem Spiel halt am Ende nicht mehr. Du brauchst es dann am Ende nur noch für den Satelliten. Halt. Ansonsten, glaube ich, brauchst du... Hä? Geh doch mal weg, Schiff. Ja, klar, und der geht dann noch raus. Ja, ey. Boah. So. Ja, man sieht jetzt schon, dass es healthmäßig halt doch ein bisschen eng wird, gell? Aber wir können mal gucken, was in diesen Kisten ist. Nichts. War jetzt ein bisschen antiklimatisch. Mehr Gold gibt es für die Zerstörung der Seismic Coop-Kisten. Ja, dafür gibt es nur Geld, das ist ja kacke Spiel. Ja, hier. Okay, okay, das ist Endboss-Time. Raketen raus. Ja, und ich gehe gleich. Ich bringe mich gleich dran. Hey! Das hat er noch nie gemacht, dass er so weit weg ist. Gesundheit nimmt ab. Okay. Wenn das mir so leicht macht. Wenn ich jetzt drauf gehe, ist eigentlich schon. Ist ja wieder Endboss, ey. Ja, aber der hat sich. Also, der hat sich zum ersten Mal richtig komisch bewegt. Das hat er ehrlich gesagt so noch nie gemacht. Das Health. Geil. Das Health. Geil. Da war eine Leiche. Da war eine Leiche. Wo ist sie jetzt wieder hin? Ach, dieses dumme Bermuda-Dreieck. Das ist nur ein Mythos, dass es so ist dort. So. Jetzt muss ich noch diesen einen Holly-Check oder diesen einen Arzt da, zack. Was jetzt? Ja, wen jetzt noch wen? Hä? Wo ist die andere Leiche? Da! Nee, das ist ein Flugschreiber. Ah, nehmen wir halt auch mal mit. Brauche ich eh. Okay, ich muss glaube ich da... Das ist voll nervig mit dem Ding, weil ich nicht weiß, wohin ich mich bewege. Als ob das Spiel das beabsichtigt. Da, Flugschreiber. So. Ich muss nämlich, glaube ich, nur noch die Flugscheibe sammeln und dann können wir ab an die Oberfläche. So. Bloß manchmal sind die voll versteckt und klein. Zack. Okay.
Jetzt nicht durcheinander bringen lassen, Michi. Es wird gleich wieder. Wo ist denn das? Da. Oben. Wasser. Nix oben. Ich kenne nur oben bleiben als gebürtiger Stuttgarter. Oben bleiben. Guck mal, zack. Das Helfer ist eigentlich unmöglich, da nochmal drauf zu schießen. Oder vielleicht auch nicht. Yes! Easy. Und fertig. Okay. Kommen wir zum Great Barrier Reef. Geht der Kleine. Das Schöne ist, ich musste bis jetzt nur ein Leben hergeben und das war gleich im dritten Level. Oh Mann. Ja, da kommen ständig diese Erdbeben. Und wenn du da halt einmal falsch durchfährst und da kommen dann irgendwie die Felsen runter und du hast ja noch dieses Standardschiff, da kommen 3-4 Mal Felsen runter, du bist halt direkt down. Get so. Down! Down! Get down! Get to the chopper! Schnell was trinken. Beim nächsten Mal baue ich was mit Strohhalm. Wo ich mich dann nur so hinlegen kann, oder? Was sag ich, wenn ich jetzt die 50.000 einbürde? Hey, wenn du die jetzt einbürdest? Dann müsstest du jetzt. So kurz vor Ende, das wäre natürlich asozial, oder? Das wäre richtig asozial, oder? Dann gebe ich aber zu. So ehrlich bin ich, ich würde sie ignorieren. Weil ich sagen würde, hey, ich bin gerade mitten im Run. Also richtig so. Das würde ich Quatsch. Mir persönlich nicht gefallen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig fahre übrigens. Ich rate einfach mal. Weil für wo ich schnell zum Endboss gehen will, da habe ich mittlerweile die Route gefunden, wie ich sie fahren muss. Hier sind übrigens die Riesenhaie. Habe ich übrigens versucht down zu machen bei so diversen Tries. Das ist fucking schwer. Die Dinger machen einen nieder, auch mit dem besten Boot. Achtung, starke Strömung. Oder du triffst einfach nicht. Nee, also diese Riesenhaie, also... Ja, Entschuldigung, Haie. Haie finde ich eigentlich recht coole Tiere eigentlich. So. Jetzt muss ich überlegen, nicht, dass ich jetzt hier falsch fahre. Ich glaube... Wow, Hai. Ja, easy ausgewichen. Pro-Gamer Skills! Pro-Gamer in Treasures of the Deep. So. Okay, hätten wir auch. Dann arbeiten wir uns mal da entlang. Mal gucken, wie viel Leben ich dieses Mal lassen muss in diesem Level, gell? Beim letzten Mal war ich ja schon so erfolgreich, weil ich genau gewusst habe, was ich tue. Jetzt Sie wissen nicht, was ich tue. Traurigerweise muss ich zugeben, einen Film von James Dean, den ich noch nie gesehen habe. Ich habe gleich von James Dean noch nie einen Film gesehen. Ist ja der mit dem Porsche gestorben ist. Wirklich, keine Ahnung. Haufen Delfine hier. Zack. Okay, nach oben. Ich verfolge sowas nicht. Hä? Hey, Spiel! Ich hab das da voll drauf gesetzt. Hier. Willst du mich eigentlich verarschen? Jetzt mal serious, hier. Ich muss da auch noch. Und jetzt bin ich fast down. Ja, guck mal, das ist so ein Bullshit. Wenn du nichts triffst, kann ich nichts führen. Oh. Ja gut, beim letzten Mal sind wir da deutlich öfters gestorben. Dieses Mal packe ich es. Was ich nervig finde, dass das Spiel meinen muss, ich ändere jetzt die Perspektive. Das ist so nervig, so nach dem Motto, ach apropos, es ist ja noch nicht schwer genug für dich, gell? Wo bist du? Ach, come on. Also manchmal ist aber auch die Hit Detection. Und wieso steht das denn wirklich? Schauen wir mal, ob ich das überlebe. Sieht mal soweit gut aus. Jetzt bloß nicht selber drauf gehen. Okay, noch ein Schuss. Nur ein Continue geopfert dafür. Ich bin eigentlich zufrieden. There you go. Nur ein Continue geopfert, ist okay. Okay, 14 Minuten haben wir aktuell Vorsprung. Aber ich muss sagen, also dafür, dass ich jetzt echt versuche, die Level echt schnell zu machen, habe ich jetzt dafür trotzdem, habe ich nur eine Minute gut gemacht auf ihn, ja?
Aber ich bin trotzdem schneller als er. Ich bin trotzdem zufrieden. Ja, aber so wie du zielst da. Aber noch die Genauigkeit dazu packen. Aber weißt du, was da auch mein Problem ist? Und da bin ich jetzt mal brutal ehrlich. Ich habe ein Problem damit, mit dem Steuerkreuz zu spielen. Glaube ich. Ich finde es immer noch so. Ich muss da noch gucken bei Retro Arc, ob ich das umstellen kann auf Analogstick. Aber mit dem Steuerkreuz ist es halt so scheiße zu steuern. So beschissen zu steuern, das ist jetzt eh ein Hustler von mir, gebe ich echt zu. Warte. Ja, weißt du, irgendwie schon wieder Schaden gekriegt und ich weiß nicht von was, ey. Hier. Ach, einfach mal ein paar Minuten schmeißen. Ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht. Boah, da kommt eine Mine. das bringt mir Freelancer-Vibes. Da kommt eine Mine! Aber bloß nicht ausweichen. Und clever ist übrigens auch, die Mine zu werfen und währenddessen nichts zu tun. Das ist auch ein absoluter Brain-Move, fand ich. Aber dieser Sound macht mich immer so schrecklich. Der stresst immer einen. Wenn dieses Glas zerspringen kommt. Jedes Mal diese Perspektive. Und das verstehe ich auch nicht, warum das Spiel das macht, weißt du? Das Spiel startet und schickt dich automatisch in diese First-Person-Perspektive. Aber dann startest du neu. Ja, nee, komm, mach mal Third-Person. Ist doch cool. Logisch. Ich weiß nicht, ob ich das Ding überhaupt treffe. Anscheinend. Nein, nein, doch nicht. Es blinkt noch. Boah, lass mich zu dem Health wenigstens durch. Wie viel Continues habe ich geopfert? Ein oder zwei? Jetzt eins. Echt? Der bist du eins. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn ich da nur eins geopfert habe. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade abläuft. Alles stürzt ein. Okay. Weiter geht's. Die lassen wir in Ruhe. Überall dumme Tiere, ey. Ja, stimmt, hier sind ja nochmal solche Erdbeben-Dinger. Wie heißen das so Dinger? Erdbeben-Dinger? Ja, bei Eismittelklopfer? Ja, genau, sowas wie bei Dune. Ja. Finde ich immer noch geil. Bei Dune 2000 hab ich ja persönlich gespielt. Da gab es ja dann diese, womit du dann diese Würmer anlocken konntest. Das war eigentlich recht cool. Half-Life meinst du bestimmt? Nee, ich mein Dune 2000. Nee. Aber Half-Life 2 ist ja auch nicht so spannend. Alter, hab ich das Schiff down gemacht, Alter, nur mit einem Harpuneinsatz. Ich bin halt ein Ficker. Du bist ja einfach nur fälschlicherweise direkt vor die Nase geflogen. Ja, kein Scherz. Kann man auch so ausdrücken. Das ist halt der Gommes-Move, ne? Ja, das ist der Gommes-Move! Das ist der Gommes! Versehentlich die Mission beendet. Huch! Nach dem Motto, versehentlich World Record Time gemacht. Ne? Ja. Versehentlich! Help! Ich brauch Help! Ich will nicht gleich ein Continue benutzen. Komm, danke. Boah, aber jetzt merke ich aber auch gerade die Latenz vom Spiel selber. Also gerade. Hä? Bin ich jetzt an dem Ding vorbei? Wo war das? Soll das sein? Spielen? Soll das sein? Jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe es doch blinken. Es muss irgendwie direkt vor mir sein. Ach komm, ich hab mal down. Okay, mit zwei Raketenschüssen geht es down. Okay, krass. Jetzt mal ganz ehrlich, Mutti, wo ist es? Da ist es. Easy. Au. Ganz locker, cool down. Ich bin ganz entspannt hier beim Gaming. Ganz entspannt. Ich bin gar nicht gestresst oder so. Muss ich mal echt zugeben. Ja, also. Okay, das Glas springt wieder. Das Spiel lässt mich hier nicht durch. Ist okay. Okay, weiteres Glas springen. Nicht so schlimm. Fühle ich. Okay.
Haha, Taucher. Hast du mich erwartet? So. Haben wir. Kapsel im Weg, nicht so schlimm. Noch leben wir! Noch leben wir? Noch. Ja. Aus dem Grund sage ich es noch. Boah! Höher! Easy, easy. Geh mal da entlang. Die Forscher, die da in der Luft schweben, nehmen wir nicht auf. Alles im Griff, alles im Griff. Wenn ich dieser Perspektivwechsel. Hier Gold gibt es für das Meer. Japanischen Forscher. Ja, die japanischen Forscher, die werde ich doch nie nehmen können. Weißt du, da schwimmen noch so Leichen rum, weißt du? So arbeiten Forscher, weißt du? Noch ähnlich wie die Bullenregion, ne? So, ich sag, ist halt auch eine schlechte Wette, mit anderen Forschern abzuschließen, dass man sagt, wer kann länger unter Wasser bleiben und man es dann übertreibt. Man muss auch nicht immer gewinnen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Easy game. Aber hier war es wieder auch deutlich flüssiger. Sobald es jetzt ins offene Meer geht, wird es halt wieder ein bisschen ruckelig. Ja, du mal tauchen. Weg da. Wo ist denn? Irgendwo blinkt's noch. Irgendwo blinkt's noch. Rückwärtsgang ist immer geschickt in solchen Spielen, habe ich gelernt. Hä? Ist doch jetzt das, was nach da oben geht, oder? Ich sehe es nicht. Ja, okay. Ich hole mir erstmal die anderen zwei kurz. Hast du es gesehen? Nee. Kann man auch vorstellen, wie es war. So, ich will kein weiteres Continue jetzt opfern, deswegen. Also, ich gehe jetzt mal. Keine Ahnung. Sind wir da, wo es gerade ist? Kein Scherz, wie konnte ich das jetzt verfehlen? Muss ich zugeben, keine Ahnung, wie ich das verfehlen konnte. Und dann. Jetzt kommen wir zu Bottom of the Earth. Das war jetzt nicht gut. Also das Level, gebe ich selber zu, war von mir persönlich nicht gut. Ja, wenn man blind Spiele spielt, ne? Ein bisschen Vorbereitung habe ich schon gemacht. So ist ja nicht. So, Bottom of the Earth. Entschuldigung. Puh. Das wird jetzt für immer bei YouTube sein, dass ich gerülpst habe. Also hier brauchen wir nicht viel, wir brauchen ein Netz und eigentlich Haufen Minen. Auf geht's. Bei Safe Passage brauche ich auch nicht viel und bei Deep Freeze weiß ich gar nicht mehr, was ich brauche. Overrated, das alles nachzugucken. Wir einfach weiter. Jetzt kommen wir zum vorverletzten Level. Ich bin richtig hyped gerade. Das Problem ist, das Level ist so dunkel, aber ich weiß ungefähr die Route, die ich fliegen muss. Glaube ich. Nein! Guck mal, jetzt mache ich schon den Fehler. Guck mal, und sofort werde ich attackiert und ich weiß nicht von was. Weil so zack und stirbt. Und jetzt ganz ehrlich, wenn du jetzt hier wieder einsetzt, ey Michi, zieh mal deine Brille ab. Nee, nee. Kommt jetzt nicht in Frage. Ich nehme das hier gerade viel zu ernst. Ich sehe auch schon so nichts, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich nach unten. Zerstören Sie die Startrakete. Mine! Weißt du, dass man von Liegestütze einwerft? Habe ich es jetzt zerstört? Ich glaube doch. Sieht gut aus. Problem ist, schau mal, wie viel Health ich schon dafür habe. Ja, ja. Ah, warte. Dadurch, dass ich ja vorbereitet bin auf dieses Spiel, gibt es hier irgendwo einen Zugang. Kurz zurück. Da ist nämlich das One Up. Aber da war der One Up und das nehmen wir auch noch mit. Gibt es hier sonst noch irgendwas Cooles? Sag mir, dass es hier Health gibt. Da haben wir gerade so Schwein gehabt. Sag mir, dass es hier Health gibt. Es gibt hier kein Health. Ja, RIP. Aber ein One-Up, immerhin. So ist es. Hauptsache One-Up. Und Kohle. Ja gut, Kohle. Ja gut, das One-Up müssen wir wahrscheinlich gar nicht einsetzen. Ich weiß nicht, von was ich beschossen werde, aber irgendwas beschießt mich. Wird auch seinen guten Grund haben, dass es mich beschießt. Was? Wo ist die Startrakete? Achso, da oben. Ja, gut. Keine Ahnung, was mich jetzt abgeschossen hat. Aber wird schon seine Rechtfertigung gehabt haben.
Mine. Mine. Yes. So. Oh, da schmeißt einer einen Sucher nach mir. Oh. Nach oben. Nach oben. Oben bleiben. So. Ist jetzt wieder gar nichts? Das ist halt so zappenduster. Weißt du? Und dann kriegst du irgendwo einen Schuss ab und du weißt nicht mal von was. Jetzt muss ich wieder nach unten, glaube ich. Ich sehe halt gar nichts. Zerstören Sie den äußeren Treibstofftank. Das war die Map. Okay. Okay. Haben wir was dabei? Nehmen wir mit. Stopp. Falsch. Wir brauchen das Netz. Netz! Gesundheit nimmt ab. Ich weiß, Spiel. Bleib cool. Bleib cool, ich bleib auch cool, Spiel. Merken Sie den Satelliten World. Habt ihr Blatt in der Third Person? Damn you! Okay, Cooldown, Cooldown. Wir haben noch alles im Griff. Wir haben noch alles im Griff. Jetzt müssen wir nämlich nur noch das Ding da zerstören. Vor allem das Spiel sagt halt, ich soll das Ding selber zerstören. Ich weiß nicht, was dafür der Sinn sein soll, ob es ich zerstöre oder der Gegner. Okay, dive complete. I love it. Und dann. Okay. Safe passage. Wir müssen jetzt noch ein Schiff kaufen. Und ich kann die Route. Ich kann mittlerweile die Route bei Safe Passage. Warte mal. Ich warte drauf, bis du dich wieder verfährst. Für jedes Mal Verfahren kriegst du von mir. Du kriegst eh noch 5 Liegestütze von mir. Für jedes Verfahren kriegst du von mir 5 Liegestützen. 50. Du hast ja ein bisschen Druck auf. Okay, die 5 hole ich noch nach und für jedes Mal Verfahren. Ich biete dir an 20. Aber nur auf dieser Map. Nur auf dieser Map. Für jedes Mal Verfahren. Okay, einhändig mit Klatschen, ne? Schaffe ich nicht. machen wir zweihändig ohne Klatschen. Boah, und das Geld hat gerade so gereicht für den Marlin, gell? Oh, das hat spekuliert. Okay, was brauchen wir alles? Ah, cool, wir können alles mitnehmen, easy. Ah, fuck, kalte Gewässer, ich muss nochmal zurück. Naja, kostet jetzt alles Zeit, aber hey. Ei. Taucheranzug brauchen wir noch. Ja, ich brauch den für die Kälte. Nitrox, bist du das? Thermoschutz. Hier, haben wir. Das hat mich jetzt Zeit gekostet, die Auswahl. Aber egal. Wir holen jetzt die Zeit ja eh raus. Wir holen die raus. Schnell trinken. Ja, blub. Ah, das war's. Let's do this! Okay. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel Continuous dann im letzten Level. Oder jetzt. Ich bin gespannt jetzt. Okay. Achtung, Minen. Nein, stopp. Boah, das war jetzt wieder knapp, ha? Da hast du dich schon gefreut, bestimmt. Ich sehe es ja bestimmt gleich. Achtung, minenlegende Schnellboote. Entfernen Sie die Eisberge aus der Fahrtrinne der Flotte. Vor allem, ich krieg Schaden dafür, dass andere Schiff. Achso, nee, weil die Tanker kaputt sind. Geleitschiff zerstört. Oh, ich bin auch voll in die Mine reingefahren. Gesundheit nimmt ab. Oh. Oh geil, das Spiel hat mich weiter nach vorne rausgebracht. Cool. Finde ich ja nice. Das Spiel ist ja richtig nett zu mir heute. Geleitschiff zerstört. Strafe. Wo ist denn dieses dumme Atom-U-Boot? Da. Gesundheit.
Time. Naja. Aber kein Scherz. Eigentlich wollte das vor 12 Minuten schon fertig sein. Ja, aber das liegt daran, dass ich es nicht mit der Nautilus gewagt habe. Weil halt einfach dieses Ding. Weil mit der Nautilus hätte ich sogar mehr Trefferpunkte jetzt bei diesem Level gehabt. Ja. Und ich. Aber so. Hauptsache geschafft. Hauptsache geschafft. Nichts anderes. Nichts anderes zählt mehr. Wir haben easy Zeit. Wir gehen natürlich auf den Deep Rover. Hauptsache Trefferpunkte. So! Letztes Level. Ich bin hyped. Ich bin so hyped. Trinken. Hauptsache Zucker, genau. Boah, jetzt ordentlich Zucker. Zappenduster, ich sehe wieder nichts. Ich weiß nur, dass es hier gefährliche Seerobben gibt. Boah, hier sind die Frames halt. Was? Was soll ich zerstören nochmal? Achso, diese Raketendinger. Okay, ich schmeiß einfach erstmal. Pedoboot. Warte, ich sehe halt wieder nix hier. Irgendwas beschießt mich und das muss ich kaputt machen. Was ist das für ein Boot hier? Geil. Achso, die haben alle nur noch Raketen oder was? Ist ja voll assi. Haben halt auch nur noch mit Raketen. Das war das mit dem Ding. Ja, genau. Und dass du gegen die Tore fahren musst, um die auszulösen. Das helft. Weißt du das jetzt? Nice. Ja, übel, ich hätte es nicht. Jetzt Wahl, geh mir aus dem Weg, ey. Ach, ist mir jetzt egal. Im Notfall stirbt er. Ja, Pech für ihn. Ja, nicht auf gefährdete Arten. Kommt halt davon, wenn man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Der alte Rambo, ey. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Ja, es ist. Ich musste es kaputt machen. Ich musste es kaputt machen, um diese. Die Welt vor Simon Black zu schützen. Ah, und schau mal, da ist doch noch ein Ball. Also, sollte man nicht so haben. Warte mal, Raketen. Jetzt muss ich wieder den Eingang finden. Da oben ist. Ja, lass mal. Gesundheit nimmt. Ja, ja, die Gesundheit. Wir kriegen ihn gut. So. Ah, wie muss. Doch, links rum. Kommt sogar gefährliche Seehunde. Ja, na gut, Torpedo nehme ich mit. Nuggets, weißt du, wer braucht jetzt noch Geld? Okay, der Taucher folgt mir. Negativ schnitt. Wieder gut machen. Gesundheit nimmt ab. Weißt du, jetzt kommen hier so eigenständige Raketen. Das ist so. Wow. Bleib weg. Easy. Generatoren deaktivieren. Wow. Tore zu öffnen. Ja, ja. Ach, einfach eine Mine. Schon passen, ja. Nein! Das hilft, das hilft! Spielen lassen wir das. Okay. Geil. Okay. Dann hätten wir das schon mal abgehakt. Da explodiert ein bisschen was. Mal vorsichtshalber machen wir hier noch die Gebäude kaputt. Fenster. Damit sich danach noch beklagen sollte. So! Sieht gut aus, es sieht gut aus. Hallo. Ja, das Schiff kann ich schon. Aber weißt du was? Ich nehme noch den Nugget. So. Da kommt der Schwabe durch. Da kommt die alte Freelancer-Strat raus, weißt du? Oh ja. So, wo landen wir hier? Gibt's hier überhaupt was Gutes? Achtung. Achtung, starke Strömung. Okay, danke, Spiel. Ah, damn you! Oh, hi. Oder sowas. Ja, ich krieg eine Strafe. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, die sind ungefährlich, aber ich habe ja auch nicht drauf geschossen. Help. Geil. Nehmen wir mit. Nein, stopp. Mine, 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 Mine. Okay, das ist ausgeschaltet. Ich weiß halt nicht mehr, wo es lang geht. Da lang schon mal nicht.
Okay, vielleicht da lang? Sieht gut aus. Achtung. Das Erdbeben. Da geht's raus. Sieht jedenfalls so aus. Ich bin down. Komm, das haben. Wie viel Continuous habe ich noch? 7 Stück. Erdbeben. Achtung. Oh, kurz vor Ende abschmieren wäre natürlich kacke, ne? Oh, das wäre frustrierend. Das gebe ich echt zu. Also dann würdest du hier richtigen Shitstorm erleben. Da kommt eine Rakete. Boom. Ja gut, Freelancer war was anderes. Freelancer war was anderes. Aber gebe ich selber zu. Da war ich schon echt fucking... Rum. Aber kein Scherz, ich bin bis heute, gebe ich echt zu, stolz. Ich habe es mit dem Starflyer alleine durchgezockt. Mein Cousin wollte es mir nicht glauben. Weil der hat mir damals Freelancer gezeigt, er wollte es mir nicht glauben, habe ich gemeint, ey, ich schick dir den Spielstand, kein Problem. Er so, ey Michi, du bist so verrückt, Mann. Wieso? Ich so, ja, eine Challenge halt. Hat er auch gemeint, ey Michi, ich hätte mir es nie im Leben geben können. Du bist einige Male gesprungen. Was? Du bist ja einige Male gesprungen. Es ging ja eigentlich sogar, fand ich. Je nach Mission. Also ich weiß noch, ich kam mir ohne Death kam ich bis in den Kusami-Raum. Ja. Und da fing es dann halt ein bisschen an, da war ja die eine Mission mit diesen Raketen. Dann hast du die die ich bis heute beim No Death Run immer noch hasse. Ja, die ist wirklich scheiße, das stimmt. Aber du hast halt die Waffenplattform mit einem HP, hast du halt überleben lassen. Ich so, was macht denn der jetzt? Jo. Dann schießt du dir halt eine Rakete. Ja, aber ich glaube ganz ehrlich, ich glaube bei der Mission musst du halt mehr oder weniger wirklich auf musst du, glaube ich, echt auf Raketen gehen anstatt auf normale Blaster. Das ist wirklich, wenn du auf No Death gehen willst, glaube ich schon. Da ist ein toter Taucher. Hey, wieso spielen? War jetzt der Taucher schon wieder im Weg, Alter. Hält der Taucher die Mühle einfach auf? Wie oft bin ich bis jetzt draufgegangen? 2 Mal. Ja. Okay. Dann ist ja alles noch schön im Griff. Bin ich echt oben? Wer schießt denn da? Sieht bis jetzt gut aus vom Run. So, da lang. Okay. Aber ich finde halt, so auch wie mein Cursor, weißt du, für mich ist es halt, wenn, natürlich kann ich Spiele standardmäßig spielen, aber da muss ich selber zugeben, so irgendwann mal verliert es halt den Reiz. Zum Beispiel Final Fantasy 8 habe ich auch immer mal gesagt, hey, ich will versuchen, das ohne Level Up durchzuspielen. So einfach, weil ich es geil finde. So einfach, damit ich es gemacht habe, so ein bisschen. Weil ich finde, ich brauche da halt immer eine Challenge. Ebenso Subnautica, so nach dem Motto, ja, Story geil und so, aber wie schnell schaffe ich es denn? Wie schnell schaffe ich es, Subnautica durchzuspielen? Hat noch ein Speedrun Freelancer unter 4 Stunden. Ey, das. Fuck, ich muss, glaube ich. Ja, das wird jetzt nicht sein. Ah, da kommt der nächste. Ah, gehen beide herauf. Wer beschießt mich denn schon wieder? Das Ding ist doch jetzt kaputt. So. So, und jetzt kommt der nervige Teil. Weißt du, ich werde permanent von irgendwoher beschossen. Ich einmal seine Ruhe. Ja, Taucher, du bist mir jetzt echt egal. Ey. Ah, was ist das? So. Hey! Was ist da jetzt noch ganz... Weißt du, das hintere da natürlich. Komm. Danke. Wir gehen noch kurz in den...
Raketen bestimmt rausholen. Ich gehe noch kurz in den Vorraum, ne? Schön, dass ich... Oh, ach so, fuck. Ja, geil Spiel. Wie soll ich denn das umbringen, wenn es im Tor festhängt? Ach, schon jetzt, und jetzt beschießt mich das dumme Ding von mir. So. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Ach, weiß was, jetzt hau ich nur noch super raus. Das wird so geil. Irgendeiner wird uns schon mal drauf gehen. Jetzt müssen mal langsam die Leute aber auch down sein. Geil! Geil, geil, geil! Yes, komm! Ja, ja, das ist gut spielen. Das wäre auch so Erdbeben zu simulieren. Wäre ich dir sehr verbunden. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben das alles im Griff. Wir haben das alles im Griff. Ich bin echt optimistisch gerade. So. Der Taucher, der ist jetzt zwar doof und irgendwas. Hä? Wie viel hätten wir aus? Ach, und wenn jetzt hier noch ein Gegner ist, ist mir auch egal. Mit dem Continuous sollte es reichen, Simon Black Platz zu machen. Ach komm, wir schießen. Okay. Das ging jetzt aber schon. Helf, helf, helf! Easy game, easy game! Wir halten uns weiter nur hier oben, glaube ich. Das ist viel geschickter für uns. Okay, weiter da oben aufhalten. Merke das für die nächsten. Ach fuck, jetzt muss ich noch andere Scheiße zerstören. Ich schieße hier auf alles, was mir einfach entgegenkommt. Echt jetzt spielen? Und wieder zurück. Nee, kümmern wir uns jetzt nicht drum. Hier durch. Zum Glück habe ich jetzt hier die meisten Leute schon kaputt. Komm, komm. Down, okay. Mutti, bist du? Down! Get down, get down! Konnichiwa, bitches! Irgendjemand schießt da noch mit Torpedos, ich weiß aber nicht mehr. Aber ich bin's nicht. Zack. Okay. Nur noch dieses eine Gebäude und dann geht's zu Simon Black. Oder diese eine Hangar. Nennt man das unter Wasser auch Hangar? Wahrscheinlich. Ich meine, ich finde es cool, dass da diese Züge, diese Monorails durchfahren. Das sieht cool aus. Ja. Ach. Hat mich auch dazu inspiriert, die ganzen Monorails von Lego zu kaufen. Monorails finde ich cool. Ich meine, im Wuppertal gibt es ja zum Beispiel diese Schwebebahn, finde ich auch cool. Ja. Bin ich leider noch nie mitgefahren. Simon Black eliminieren. Ja, ich sehe ihn so, ja nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wie der... Wie es dieses Mal abläuft. Bugs, wie deine Bugs diesmal aussehen. Ja. Ich weiß halt nie, worauf ich hier schießen soll. Michi, wir erstmal treffen. Ich gehe erstmal auf diesen Arm, schätze ich mal. Okay, überall liegt jetzt Health rum. Ich nehme das gerne mit. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt.
Geht dem jetzt mal sein Arm runter, oder? Okay. Einfach direkt vor die Shotgun setzen. Oh, keine Mine reinschmeißen. War nicht clever. Und Time. Yes, Mann! Yes! Aus der Tür. Clip! Ja, Mann! Unter 1,40! Mad Punkers, get wrecked. Kein Salz. Geiler Shit. Geil. Thanks to you, the world is a safer place and its oceans are free from terrorism. Auch wenn ich gerade einen Wal umgebracht hab. Ja, Mann. Puh. Geil. $1,5 million, hey. 14,52 habe ich gebraucht. Die schnellste Zeit, oh, guck mal, 11,30. Ja gut, mit dem, wenn man das schnellste Schiff hätte, schafft man das. Geil. Ja, ist dein Clip. Danke. Klippe die Clip. Wie geil, Mann. Hä? Bottom of, ach so, stimmt, bei Bottom of the Earth. Yes, Mann. We did it. Ja, war schon ganz schön langsam, muss man schon sagen. gestern, ehrlich, ich gebe es echt zu, ich war mit 1,12 oder so, war ich beim letzten Level. Müsste. Aber mit der Nautilus wird das halt echt kritisch mit den Continues. Dadurch, dass mir dann halt die 3-4 Continues fehlen von Hitler's Lost Gold. Und auch mit den Trefferpunkten. Wie geil, Mann. Ich bin gerade echt glücklich. Ich bin gerade richtig, richtig happy. Ja, schön. Geil. Jetzt muss ich muss das hier mal gleich mal speichern. Wie geht denn das? Save Splits. Geil. Kann ich auch die